Ja, ich bin Daniel und das ist Felix. Dann fangen wir mal an. Also, wie Maren schon gesagt hat, die Aufgabe war, die Stände zu gestalten für eben Demonstrationen oder einfach einen Infostand. Und wir haben uns dann im Laufe des Semesters überlegt, dadurch, dass die Stände eben nicht gebaut werden konnten und ja, eben statt einem Stand doch alle Stände weiterentwickelt werden sollten, dass wir die Stände, die wir geplant haben, auf einer Art Open-Source-Plattform zur Verfügung stellen möchten. Und diese Open-Source-Plattform auf der Internetseite von Architects for Future eingebunden werden soll. Das wäre unser Vorschlag. Ja, im Kurs haben wir uns dann überlegt, wie diese Internetseite aussehen könnte oder diese Plattform, haben uns versucht, so ein bisschen vom Design in das Interface von der Architects for Future Seite einzupassen. Und ja, jetzt sieht man hier, wenn man oben auf diesen Reiter für die Infostände geht, dass man eine Seite mit einer Übersicht über diese verschiedenen Systeme hat, die entwickelt wurden und erstmal so eine Kurzübersicht hat, auch schon sieht, wie viele Personen werden benötigt für den Aufbau dieser Systeme, wie viel wiegen diese Systeme, wie lange dauert der Aufbau ungefähr und wie wird das Ganze transportiert. Das ist jetzt mal das Beispiel von dem System, was Felix und ich uns überlegt haben. Man kann dann eben sich weitere Informationen anzeigen lassen und gelangt dann zu einer Galerie, wo man erstmal einen Überblick über die, Entschuldigung, über die verschiedenen Stände bekommt oder die verschiedenen Konfigurationen, die mit diesem System möglich sind. Unser System basiert auf einem Grundmodul, was aus einem Dreieck im Prinzip besteht, welches aus drei einzelnen Platten besteht und ja, eigentlich unendlich weiter konfigurierbar ist. Und vielleicht noch kurz da, genau, also unser System heißt Tre, genau, was es so ein bisschen daher kommt. Ja, genau, und das ist jetzt so eine kleine Übersicht. Genau, das wäre das Erste, was wir gerade gesehen haben, das wäre so ein Stand für Demonstrationen mit einer Überdachung. Da gehen wir gleich noch näher darauf ein. Das hier ein Stadtmöbel im Prinzip, was als Plattform für Diskussionen genutzt werden kann, als Tisch oder als Tribüne. Da kann sich jemand draufstellen und Reden halten. Man kann sich setzen. Genau, das wäre eine Konfiguration für Messestände. Und hier sieht man mal alle drei Stände zusammen. Transportiert werden die einzelnen Module mit dem Lastenfahrrad. Und wir haben auch ein kleines Aufbauvideo für euch, damit ihr sehen könnt, wie diese Module überhaupt aufgebaut werden und wie wir uns das vorstellen mit diesem Grundmodul. Genau, was uns eben ziemlich wichtig war, ist, dass das Ganze Low-Tech eigentlich gebaut werden kann. Man braucht eigentlich eben nur dieses auf die Maße zugeschnittene Brett und kann dann eben diese Schlitze alles relativ simpel da reinbekommen. Ist also für jedermann machbar und dann braucht man eben nur noch die Spanngurte, um das Ganze zusammenzustecken. Das Material stellen wir uns vor, dass es ein Upcycling-Produkt ist. Wir haben jetzt die Bretter zum Beispiel vom Treibgut hier aus München. Genau, und man könnte sich eben genauso gut vorstellen, dass es am Ende aus alten Schalungsbrettern oder so eben diese Module rausgesägt werden. Ja. Genau, dann würde ich jetzt weiter eingehen auf diesen ersten Stand nochmal, den wir eben schon mal kurz gesehen haben. Das ist der Stand Tremo, den wir uns eben sehr gut vorstellen können für Demonstrationen oder eben auch so ein bisschen als Kulisse für Demonstrationen, für den Sprecher und die Sprecherin. Und genau, genauso gut würde er aber eben auch funktionieren auf einem Markt, also dass man quasi ihn eher informell benutzt und sich eben zwischen Marktstände wiederfindet. Und für den Aufbau bräuchte man eben drei Personen. Das Ganze wiegt circa 160 Kilogramm und sollte so in 2 Stunden aufgebaut sein. Und wie Daniel eben schon erwähnt hat, ja, sollte das Ganze eben mit dem Lastenrad am Ende transportiert werden. Wenn man jetzt eben in diesem Stand drin ist, dann gibt es jetzt 2 Download-Möglichkeiten. Es gibt eben einmal, wie wir uns später vorstellen, dann eine DWG, also die Open-Source-Datei, wo man dann die Fertigungsdatei bekommt. Und dann gibt es eben noch die PDF, die wir jetzt auch hier haben. Das Ganze bildet so ein bisschen die Aufbauanleitung an, wenn man das Ganze dann quasi gefertigt hat. Und man sieht nochmal unten,
die verschiedenen, die Personenanzahl, Gewicht, ja, genau, und die Bauzeit. Und jetzt hier dann die Aufbauanleitung. Für diesen Stand werden eben 66 von diesen Brettern benötigt. Dann die Metallstangen für das Dach, 36 Spanngurte, eine Plane und dann noch die Füße, wo das Ganze draufsteht, um auch vor Witterung und Nässe ein bisschen geschützt zu sein am Boden. Rechts kann man dann eben sehen, wie sich das Ganze nochmal zusammenbaut, wie eben im Video, wie eben immer aus drei Brettern und einem Spanngurt sich dieses Grundmodul zusammenstellt. Und wenn wir dann weitergehen, konfiguriert sich das Ganze dann eben zu einer Bandscheibe, die man dann eben aufstellt. Und am Ende, oben drüber, wird dann die Plane gespannt über diese fünf Stangen. Und auch wieder im System bleibend wird die Plane quasi in diesen schon vorhandenen Löchern abgespannt von vorne nach hinten. Genau. Ja, hier kann man dann nochmal das untere Ende sehen, wie das sich dort eben auch eingehakt wird. Genau, die nächste Konfiguration hatten wir eben schon gesehen, das ist der Tresen. Der soll eben dieses multifunktionale Stadtmöbel im urbanen Raum darstellen. Das ist die kleinste Konfiguration, die wir uns überlegt haben. Dazu braucht es 1 bis 2 Personen für den Aufbau. Das wiegt 80 Kilo ungefähr, die Teile. Und in einer Dreiviertelstunde ist dieser Stand aufgebaut und wird eben auch mit dem Fahrrad transportiert. Eben haben wir in der Aufbauanleitung gezeigt, wie die Elemente in der Vertikalen verwendet werden. Hier nutzen wir die in der Horizontalen, nutzen die als Basis eben, um mit diesen Platten, die wir als Sonderteile haben, eine Ebene zu schaffen. Für die Konfiguration brauchen wir 32 Platten, 15 Spanngurte und eben 6 Deckel im Prinzip und Füße, falls wir es aufbauen wollen, im feuchten Raum oder um es vor Witterung zu schützen. Genau. Auch hier wieder dieses Grundmodul, ganz einfach und simpel, der Spanngurt, die 3 Platten, die übrigens auch von jedem in der Heimwerkstatt reproduziert werden können, beliebig oft. Das sind ganz einfache Schnitte. Und ja, das wären dann diese Ecken, die dann im Boden eingekeilt werden. Genau, dann haben wir eben noch die letzte Konfiguration, den Tre Expo. Der ist eigentlich genau für die Messen gedacht und soll da eben auch Messe entsprechend von der Decke abgehängt werden und bildet dann eigentlich diesen freien Raum darunter, den man dann bespielen kann, eben mit Plakaten. Und so lässt sich eben, wie auf dem Bild jetzt hier zu sehen, so ein Raum kreieren, wo man eher durchwandern kann und eben sich Informationen abholt, aber man könnte genauso gut eben einen geschlossenen Raum konfigurieren, in dem man dann eintaucht und dann eher innen drin ist. Genau. Ja, für diesen Stand bräuchte man eben 3 Personen, wiegt 150 Kilo und dauert circa 2 Stunden, den aufzubauen. Der Anfang ist eigentlich wieder genau der gleiche. Hier sieht man jetzt nochmal als Sonderbauteil eben diese Haken, die von der Decke abgehängt werden und wie wir gleich sehen, werden die quasi dann in dieses vorhandene Loch in der Mitte einfach durchgesteckt, wodurch das Ganze dann hält. Das ist letztendlich unendlich groß reproduzierbar und erweiterbar. Und ja, hier sieht man jetzt einmal eben, wenn man wirklich nur einen abhängen würde, dass man eben 12, das wäre eben dieses Sechseck, dafür bräuchte man eben 12 Bretter, einen Haken und eben 6 Spanngurte. Und das ja, kann man endlos vergrößern. Genau. Das war's von uns. Vielen Dank. Ja, hallo, guten Abend. Wir sind Henry Fuchs und Adrian Reichelt. Und wir haben unseren Pavillonentwurf Klemmbrett getauft. Der Name weist auf das Konstruktionsprinzip hin, mit dem die gesamte Struktur des Pavillons erstellt werden soll. Mit seiner Eigenschaft der Biegbarkeit in äußerst dünnen Bauteilen prägt eine ziemlich besondere Eigenschaft des Werkstoffs Holz die Gestalt dieses Pavillons. Diese gewisse Neuartigkeit des konstruktiven Materialeinsatzes steht ein Stück weit sinnbildend für fortgeschrittene Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffs Holz. Einfache Eckverbindungen durch den Einsatz von ausgedienten Zurgurten ermöglichen einen unkomplizierten und schnellen Aufbau. Gleichzeitig sind diese Bauteilverbindungen aber eben auch wieder lösbar und somit die Bauteile sortenrein trennbar und können neuen Nutzungen zugeführt werden. Genau, die wandartigen Elemente
Wir können auch gleich auf die nächste Seite weiterspringen. Genau, die wandartigen Elemente und die Bedachung werden aus demselben System sozusagen produziert, können teils schon vormontiert werden, aufgestellt und mit weiteren Zurgurten und eben diesen eingesteckten oder eingeklemmten Druckstäben zwischen den Knotenpunkten gesichert, stellt sich dann eben diese Doppelbiegung in den Holzbrettern ein. Der Bodenkontakt wird über Metallschienen hergestellt, in die die Boards eingesteckt sind. Dabei eignet sich jegliche Art von lokal verfügbaren, gebrauchten Stahlträgern, in die eben dann diese Einschnitte einfach eingeflext werden können. Die sichtbaren Flächen der Holzbretter können dann außerdem noch mit didaktischen oder informativen Inhalten bespielt werden. Als Regenschutz kann bei Bedarf eine Dachmembran über die hölzerne Konstruktion gestülpt werden und der Pavillon bietet somit einer kleinen Gruppe an Personen auch Schutz vor Witterung. Genau, im Gleichgewicht aus Biegung und Biegespannung sozusagen steht dann eben da diese filigrane Struktur, die eben in Längsrichtungen beliebig erweiterbar ist. Wenn wir eins weiter springen, dann sehen wir eben, dass wir eine sowohl lineare Verlängerung dieser Struktur erreichen können, als auch durch eine räumliche Anordnung mehrerer kleiner Bausätze sozusagen beliebige räumliche Strukturen für die Repräsentation auf Demonstrationen oder Messen erreichen können. Noch eins weiter, bitte. Genau, wir haben dann eben diese zwei Varianten jetzt mal einfach. Die Demonstration als kleines Set wird sozusagen von 3 bis 4 Leuten aufgebaut. Wir haben als Komplettgewicht für den gesamten Bausatz 130 Kilo veranschlagt und eine relativ großzügige Aufbauzeit von 2 Stunden. Das wird sich aber alles dann eben im nächsten Semester 1:1 herausstellen, wie es genau wird. Genau, zum Transport brauchen wir einen PKW, was aber auch für Demonstrationen oder Veranstaltungen in entlegeneren Gegenden sehr praktisch sein kann. Und für Messen zum Beispiel, wo der Pavillon dann auch mal mehrere Tage stehen kann, gibt es dann eben eine größere Variante. Nächste Seite bitte. Nächste Seite bitte. Genau. Hier sehen wir jetzt eben nochmal den Bausatz, den es benötigt, um unseren Pavillon zu erstellen. Wir haben jetzt eben 17 Mal so ein Board. Wir gehen momentan von Wiederverwertung von Sperrholz-Boards aus. Dann haben wir diese Abstandshalter, diese Stäbe. Dann haben wir Spanngurte, die Metallschiene. Die kann natürlich auch anders aussehen, je nach Stahlträger oder je nach Aluminiumprofil, was sich eben lokal auftreiben lässt. Und dann noch eine Dachmembran, die mit Schnüren gesichert wird. Nächste Seite bitte. Genau. Hallo auch von mir. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz durch die Aufbauanleitung einmal durch. Im Endeffekt beginnen wir damit, dass wir eigentlich 2 von diesen Boards praktisch eben aneinander setzen und dann mit einem Spanngurt im zweiten Schritt fixieren. Um diesen gesamten Pavillon herzustellen, brauchen wir eigentlich 4 von diesem Vorgang, dass wir eigentlich diesen Spanngurt jeweils an den Enden mit diesen Boards verbinden, dass wir sozusagen im 4. Schritt eigentlich dieses Paket bekommen, bestehend aus 5 Boards eben, die dann durch diese Spanngurte zusammengehalten werden. Und dieses Paket fertigen wir eigentlich 3-mal vor. Genau, das sind wir dann in diesem Schritt. Dort bringen wir dann diese Pakete praktisch auf den jeweiligen Bauplatz oder an den Ort, wo dieser Pavillon eben stehen soll und zieht ihn mit 2 Personen eigentlich in die Länge und lässt sie dann eigentlich in diese Einkerbung von dem jeweiligen Stahlprofil, U-Profil, was auch immer es dann sein wird, lässt es dann dort ein. Im nächsten Schritt bringen wir dann eigentlich diese Dachform, die eben aus dem gleichen Modul praktisch besteht, fädeln wir sozusagen in diese Zwischenräume ein und drücken dann eigentlich diese Dachform im nächsten Schritt auf der nächsten Folie
bis ganz nach oben, dort, wo eigentlich dieser obere Spanngurt sich befindet, und fixiert dann dieses Dachmodul mit weiteren Spanngurten im unteren Bereich. Und so erhalten wir eigentlich ja dieses Grundmodul auf der nächsten Folie im das habe ich noch vergessen, genau. Da kommen die Druckstäbe noch dazwischen. Das ist im Endeffekt nötig, damit wir eigentlich diesen Abstand im oberen Bereich auch erhalten, den wir eigentlich im unteren Bereich durch diese U-Profile erhalten. Und so ist dann eigentlich das Grundmodul fertig. Wenn man eine Folie weitergeht, kann man eben die Synergieeffekte vielleicht auch sehen, die wir damit auch ermöglichen wollen, dass wir eigentlich diese Boards, dass man die bedrucken kann, dass man vielleicht auch Poster dranhängen kann und diese Möglichkeit eben auch diesen Pavillon, diesen Informationsgang vielleicht auch unendlich eigentlich erweitern kann. Auf der nächsten Folie sieht man dann noch die Möglichkeit, dass man eben eine Membran obendrauf eigentlich spannt und durch Seile dann an den Tiefpunkten eigentlich abspannt, um so eigentlich das Wasser dann dort abzuleiten. Genau, das war's von uns. Vielen Dank. Hallo. Unser Entwurf, Marlene Schneider und mein Name Franziska Kulinski. Marlene Schneider ist leider heute Abend verhindert, vorweg. Geht um das Viereck. Das ist eine besonders simple Konstruktion, die auch hier farblich schnell herauslesbar ist und recht schnell lösbar ist durch ganz simple vier Holzplatten, die dieselbe Maße haben, und Aussteifungsdreiecke, die eigentlich hier auch mit den Düben als Verbindungselement das Hauptgerüst bilden. Es gibt ein Grundmodul, und wie ihr schon seht, ist es je nach Anpassungsort erweiterbar und kann man eben durch Versetzen und Aneinanderreihen eben anpassen, je nach Ort und Zweck und Anwendung. Genau, auf der nächsten Seite sieht man unser Symbol und die verschiedenen Versionen. Fange ich jetzt auch hier mit dem Grundmodul an. Das ist eigentlich einfach das Hauptelement, was so als Bausatz dann einfach schon vor Ort zu nehmen wäre. Hier ein Grundmodul, wo der Tisch schon mit vorgesehen ist. Man sieht nämlich auf der zweiten Folie, dass es jeweils Bausätze gibt, wo schon jeweils ein Tisch mit eingeplant ist. Oder ein Hocker, es kommt darauf an, je nachdem, wo die Löcher in den Holzplatten versehen sind. Und zwar ist das Modul so aufgebaut, dass man einfach in den Holzplatten vorgefertigt die Öffnungen hat, wo man Aussteifungsdreiecke hier, die Dreiecke in dem Architects for Future Grün vorgehoben, als Verbindungselement hat. Und so ganz simpel und schnell aufbaubar mit Hartholz, Buchendübel, diese verbinden kann. So ist eben hier auch schon zu sehen der Tisch, der Stehtisch und der Hocker konstruiert und wäre sehr leicht mit 2 Personen bis 4 Personen, je nachdem wie viele Elemente man aufbauen möchte, innerhalb von einer halben Stunde realisierbar. Auf der nächsten Folie sieht man dann unsere Big-Version schon, die ab 3 Modulen anfängt. Es gibt jetzt eben verschiedene Varianten, und zwar kann man diese Module direkt hintereinander oder versetzt hintereinander mit jeweils zur Hälfte versetzt aneinander reihen. Dazu dienen Spanngurte in Decken- und Wandbereichen. Das sieht man gleich in der Aufbauanleitung, wodurch diese dann auch angezurrt werden, sodass die auch dann als ein Element statisch fest sind. Hier zusammen hier eine Version zu sehen, die dann eher eine tunnelartige Version wäre. Die ganzen Holzoberflächen und die langen Hartholzdüben dienen hier auch als Aufhängermöglichkeiten. Und dieses Hindurchschreiten und dieses Hintereinanderversetzen könnte auch eine schöne Möglichkeit werden, eben auf der Messewiese oder auf dem Dorfplatz oder Städteplatz einfach auch eine räumlich interessante Struktur vorzugeben, wo man dann auch hindurchläuft oder einfach dieses Konstrukt auch als Architects for Future Repräsentant schon hätte und sehr vielfältig einsetzbar wäre, wie schon zu sehen
Genau, auf der nächsten Seite sieht man nochmal die drei Varianten, also die Tiny-Version als Grundmodul, dann Medium, einfach ein weiteres Modul hinzugefügt. Wie gesagt, nochmal, je nachdem, am Anfang wählbar, ob mit Tisch oder mit einem Hocker-Element. Und das, die Big-Variante, die eigentlich bedeutet, dass man drei oder unendlich viel hintereinander reihen könnte. Genau, auf der nächsten Seite fängt dann die, genau, hier noch eine 1:1 Test von einem von einer Ecke, eine Aussteifungsecke. Diese Aussteifungsdreieck, welches etwas verformt ist, damit man einfach auch diese Möglichkeit hat, durch diesen Hartholzdübel die relativ simpel und einfach zusammen zu verbinden. Genau, jetzt kommen wir zur Bauanleitung. Auf der nächsten Seite sieht man die einzelnen Elemente. Man hat eine Bodenplatte, also alle vier Seiten von einem Viereck sind gleich breit, 12 Meter. Die Bodenplatte ist etwas anders als die Wand- und Deckenelemente. Diese haben nämlich nur die, die Öffnungen für die jeweils zwei aneinander, also zwei an den Seiten befindenden Aussteifungsdreiecken. Und genau, die Hartholzdübel und je nachdem eben ein Hammer, Spanngurte und die Elemente, die dazukommen könnten. So, man fängt an nämlich mit den Fundamenten. Das sind Recycling-Gummigranulat-Blöcke. Die könnte man auch von Bausteinen, also von Bauzäunen, wiederverwenden. Und genau, legt die Decken, die Bodenplatte auf. Im nächsten Schritt hat man die Ausstattungsdreiecke, die man einfach reinsteckt. Unten einfach nur reingesteckt, dann aber an der Seite mit einem Hartholzdübel verbunden. Und weiter geht es im selben Prinzip mit der Deckenplatte. Auch einfach durch das Aneinanderstecken von Dübel und Ausstattungsdreieck. Und genau, und dann eben das Aneinanderzurren der jeweiligen Module mit dem Spanngurt. Und genau, je nachdem eben, wie viele man hintereinander rein möchte. Hier kommt jetzt die nächste Version auf der nächsten Folie, jeweils mit einem, genau, mit einem Tischelement. Da ist die Wandplatte etwas verschieden. Und zwar gibt es einfach noch zwei weitere Öffnungen, eben um diese Aussteifungsdreiecke einfach nochmal mit dem Hartholzdübel zu verbinden an der Wand. Das ist ein kleiner Unterschied. Das wäre dann aber einfach ein Bausatz, den man vorfertigen könnte, wo man einfach sagt, okay, man fährt zu der Demonstration und möchte jetzt einfach dieses Grundmodul mit dem Tisch einpacken und das wäre dann schon einfach vorgefertigt. Genau, auf der nächsten Seite nochmal dieselbe Sache mit dem Hocker-Element. Selbes Prinzip, dass eben dann aber auch die, genau, einfach das die Wand, das Wandelement dort jeweils die Öffnung hätte. Ja, das war's von meiner Seite. Oder es kommt, genau, es kommt noch der Regenschutz. Genau, hier wäre, je nachdem, ob man es möchte, einfach die Möglichkeit, noch mit einem Gummistöpsel diese Öffnungen, die existieren, die für diese Spanngurte vorgefertigt werden, nochmal zu verschließen. Ist aber, je nachdem, ob man es möchte, wählbar und ob man dieses Gummi noch mit haben möchte. Es ist relativ, ich denke, ja, könnte sich wie so ein Baum unterstellen, vorstellen, dass es etwas nass werden könnte, aber dies könnte man mit diesem Stöpsel verhindern, wenn man das möchte, wegen auch aus Gründen des Aufquellens von dem Holz, könnte man das verhindern. Gut, das wäre von unserer Seite das System Viereck. Danke fürs Zuhören. Wir sind Luisa und Lavinia und wir haben gemeinsam den Entwurf Stäckling gemacht. Das ist ein modulares System, bei dem verschiedene Bretter zu Modulen zusammengefügt werden. Und genau durch eine einfache Holzsteckverbindung ermöglicht es dabei einen partizipativen und didaktischen Charakter, sodass die Personen die Konstruktion dann flexibel an die jeweilige Nutzung anpassen können und auch den Raum intuitiv umgestalten. Genau. Ja, auf der nächsten Seite sieht man das eben dann nochmal im Überblick. Und bei dem Entwurf war es eben sehr wichtig, dass der Infostand nicht rein informativ und repräsentativ wirkt, sondern eben vor allem auch kommunikativ. Genau, und zu einem kreativen und offenen Austausch anregt und motiviert. Auf der nächsten Seite
gibt es dann eben verschiedene Varianten, die zeigen, wie dann eine Landschaft aus bespielbaren Regalen und kommunikativen Sitzflächen entstehen kann. Und genau diese sollen dann eben Anregungen geben, wie die Module unterschiedlich angeordnet und auch transformiert werden können. Genau, hier dann auf dem vorherigen Bild mit Bannern und Fahnen und hier sieht man das dann eben, wie es mit Schirmen und verschiedenen Pflanzen funktioniert und so eben gemeinsam ein Ort der Zusammenkunft entstehen kann. Genau, auf der nächsten Seite sieht man dann mal im 1:1, da haben wir die Konstruktion überprüft und eben auch selbst mal nachgebaut, um einen Eindruck zu bekommen, wie das dann so wirken kann. Auf der nächsten Seite in der Perspektive wird dann eben deutlich, dass wie die Menschen zusammenkommen können und ein lebendiger Ort geschaffen wird für einen kreativen Austausch. Ja, und in unserer Vorstellung würde dann eben sich diese Internetseite auch füllen mit Beispielen, wie die jeweiligen Ortsgruppen auch den Stand nutzen und erweitern können. Genau, auf der nächsten Seite sieht man dann die verschiedenen Varianten unserer Zusammenstellung. Das geht von der kleinsten Variante, dem Infostand, bis hin zu einer Ausstellung oder auch einem Treffpunkt, einem Zusammenkommen mehrerer Ortsgruppen. Dabei sind alle unsere Zusammenstellungen mit dem Fahrrad transportierbar und in kürzester Zeit, wir denken bis zu 60 Minuten, aufbaubar und das auch mit 2 bis 4 Personen. Wie das Ganze geht, sieht man dann auch bei uns in der Aufbauanleitung, in der man direkt auch die Ablesbarkeit der Konstruktion sehen kann, die so einfach und simpel ist, dass sie von jeder Person, die Interesse hat, nachgebaut werden kann und so der Stand eben kreativ weiter wächst. Genau, auf der nächsten Seite sieht man dann, was benötigt wird. Unsere Stände oder Module bestehen erstmal grundsätzlich aus 3 verschiedenen Größen, die man auch eben hier vertreten sieht und deren Bretter unterschiedliche Schlitze haben. Da gibt es 3 verschiedene Varianten, die man eben auf der nächsten Seite beim Aufbau dann verfolgen kann. Genau. Bei Schritt 1 sieht man dann eben, dass zuerst die Deckenplatte in einen länglichen, hier jetzt an der unteren Seite der Bretter angeordneten Schlitz eingesteckt werden und dann über die außen angeordneten Schlitze in den Brettern eben die einzelnen Bretter miteinander verbunden werden und so ein Modul entsteht. Die innenliegenden kleineren Schlitze sind dann dabei dafür da, dass die Module miteinander verbunden werden können. Man sieht jetzt hier die liegende Variante, die dann im nächsten Schritt eben aufgestellt wird und einer weiteren Gruppe von 3 Modulen erweitert wird. Genau. Und auf der folgenden Seite sieht man dann, wie diese beiden Modulgruppen zusammengesteckt werden können und damit dann eben unsere kleinste Zusammenstellung ergeben. Zusätzlich zu der grundsätzlichen Steckverbindung haben wir uns dann überlegt, dass man mithilfe von Spanngurten die horizontalen und vertikalen Ebenen verbinden kann und eben dadurch eine besondere Stabilität schafft. Und wenn man eben noch additive Elemente ergänzen möchte, gibt es auch noch, wie unten zu sehen, eine Seilkonstruktion, die diese Elemente in den Steckfugen hält. Bei unserem Modul haben wir insgesamt uns überlegt, dass man auch wiederverwendetes Holz benutzen kann. Das heißt, wir stellen uns vor, dass es Bauholz, was nicht mehr benötigt wird, Restholz von Möbelbau oder auch Holz aus urbanen Minen wiederverwendet werden kann. Insgesamt wünschen wir uns, dass der Steckling dazu anregt, mit seiner einfachen und schlichten Gestaltung einen flexiblen, kommunikativen und partizipativen Ort des Austauschs zu schaffen. Dankeschön, das ist von uns. Hallo auch von unserer Seite. Dieser Stand ist von Antal Strauß und mir, Anna Brendel. Und wie man schon sieht, er trägt den Titel Cloud in the Box. Und der Grundgedanke des Entwurfs ist es, durch eine möglichst hohe Konstruktion auf Demonstrationen und auf Messen eine Art Signalwirkung zu erzeugen und damit eine Art Landmark zu schaffen, an der sich die Menschen orientieren können.
Ein wichtiger Punkt außerdem war für uns die nachhaltige Mobilität, weswegen der Entwurf in erster Linie, also der Transport in erster Linie über ein Lastenrad erfolgt und die Box dort hinten drauf steht. Alternativ kann man diese Box auch über einen PKW transportieren. Bitte zur nächsten Seite. Genau, hier sieht man jetzt einmal eine kurze Übersicht. Schätzungsweise sind es ca. 50 Kilo, die der Entwurf wiegt. Und man muss es natürlich ausprobieren, aber wir haben jetzt einfach mal eine Aufbauzeit von 25 Minuten für 1 bis 3 Personen veranschlagt. Bei uns ist es so, im Gegensatz zu den anderen Entwürfen, dass dadurch, dass es die Konstruktion etwas komplexer ist, haben wir diese eine Standardvariante, die man aber auf Demonstrationen und auch auf Messen verwenden kann. Nächste Seite bitte. Genau, hier nochmal der Entwurf als ausgefahrene Version. Und damit der Aufbau des Standes möglichst unabhängig vom Standort erfolgen kann, war halt die Idee, dass dort, wo das Rad stehen kann, kann halt auch dieser Stand aufgebaut werden und entwickelt sich dann aus dieser Box heraus. Nächste Seite, bitte. Genau, hier sieht man einmal dann das Lastenrad, auf dem dann diese Box drauf montiert ist. Bitte die nächste Seite. Genau, und mithilfe einer faltbaren Pantographkonstruktion wächst dieser Turm, diese turmartige Konstruktion dann aus dieser Transportbox heraus. Und die Box wird dann zu 2 Seiten aufgeklappt und dient als Podium, kann für Ausstellungszwecke oder eben als Sitzgelegenheit genutzt werden. Und das Besondere an der Konstruktion ist natürlich ihre Faltbarkeit. Und man sieht jetzt hier die grünen Seile, die ein Seilzugsystem bilden, das konstant auf Spannung gehalten wird und durch eine Winde kann das Seil zusammengefahren oder ausgefahren werden, wodurch diese Konstruktion stufenlos in jeder Position nach oben und unten fahren kann. Nächste Folie bitte. Genau, hier sieht man nochmal die Wolke dazu. Diese soll als Wetterschutz und natürlich auch zur Sichtbarkeit des Entwurfs in 4 Metern Höhe dienen und schwebt damit über einer Menschenmenge und zieht dadurch die Leute zu ihr hin. Und es ist natürlich auch möglich, diesen Turm in Kombination mit weiteren Türmen aufzustellen oder auch als Idee fahrbar mobil in der Demonstration mitfahren zu lassen. Genau, nächste Folie. Genau, dann in der Anleitung. Erstmal mag unser Entwurf vielleicht ein bisschen kompliziert aussehen, aber nachdem es schon gebaut ist, ist die Nutzung eigentlich super einfach und man kann es sogar alleine aufbauen. Wenn wir auf die nächste Seite kommen, sieht man eigentlich, kann man das schon sogar alleine machen, einfach mit einer Luftpumpe und 2 Hände. Dann auf der nächsten Seite klappt man eigentlich einfach die Seiten runter. Da versteckt sich dann unser Turm und noch eins zurück. Da versteckt sich unser Turm und diese Wolke zusammengefaltet. Dann gibt es dahinter ein Kurbel, wo man das Ganze hochkurbeln kann. Und sieht man auf der nächsten Seite, wie dieses Pantograph dann in die Höhe geht durch dieses Seilsystem, was sich zusammenzieht und diese Scheren hochkurbelt sozusagen. Dann öffnet man diese zusammengefaltete Wolke, was aus Ripstop Nylon ist. Das Material kann man gut gebraucht kaufen und dann selber zusammensetzen mit Klebeband, mit einem speziellen Klebeband und Bügeleisen kann man das ganz gut machen. Werden wir aber noch testen. Und wir würden dann 3 Kammern sozusagen machen und auf den 3 Ecken kann man dann unsere Wolke aufpusten.
Und dann auf der nächsten Seite sieht man, wie es dann fertig aussieht. Da kann man dann auf diese Plattform eine Rede halten, kann aber auch als Bank funktionieren. Genau. Und wenn man die Seiten wieder hochklappt, kann man eventuell auch mit dem Fahrrad dann auf eine Demo mitfahren. Also es wäre auch mobil möglich. Genau, das war es unsererseits. Wir sind Maximilian Joost und Anna Hahn und wir haben den Stand Nimmersatt gebaut, der sich dadurch auszeichnet, dass wir den besonders materialgerechten Einsatz der einzelnen Werkstoffe in den Vordergrund stellen wollten, große Weitwirkungen durch ein großes Volumen schaffen wollten und dass wir eben als einzelnes Modul entwickelt haben, das sich unendlich aneinander reinlässt und somit die verschiedenen Größen in der Anforderung S, M und L eben auch gut bewerkstelligen kann. Nächste Folie bitte. Genau, die Raupe, also die Nimmersat ist von 1 bis 2 Personen aufbaubar, zeichnet sich eben durch ihr leichtes Gewicht aus, weil sie hauptsächlich aus Stäben konstruiert ist und kann relativ schnell, also in ca. 20 Minuten aufgebaut werden. Was uns wichtig war, der Transport erfolgt beim Stand Nimmersat eben über den öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, alles ist so konstruiert, dass man nur das größte Element, das er hat, ist der Stab mit ungefähr einer Länge von 1,50 Meter und alle weiteren Elemente, die die Stäbe verbinden oder aufgespannt werden, lassen sich zusammenfalten und eben auch auf kleiner Größe dann transportieren. Nächste Folie bitte. Genau, die verschiedenen Varianten in der Größe lassen sich dann eben mit Small dieses einzelne Modul dann benutzen, der dann auch schon Flächen bietet in diesen Zwischenräumen zwischen den Armen, die nach außen sich aufhalten, für Infoplakate, für Infos über die Architects for Future oder ähnliches. Und dieses Dreieck bietet eben auch die Möglichkeit, dass mehrere dieser Stände aneinander gereiht werden können und sich das Ganze dann wie eine Raupe Nimmersatt über den Königsplatz zum Beispiel erstreckt und da wirklich die Leute anzieht und eben so zur Diskussion vor diesem Stand einlädt. Gleichzeitig kann in diesem Zwischenraum zwischen den Stäben in der Mitte bildet sich dann eine Sitzgelegenheit aus, genauso wie das eine Möglichkeit sein kann, um Dinge abzulegen, Infomaterial zu positionieren. Genau, das können dann die Anwender für sich entscheiden, wie man das am besten nutzen kann auch. Nächste Folie bitte. Genau. Und gleich nochmal weiter. Genau, aufgebaut ist dann der Stand aus einzelnen wenigen Komponenten. Wir haben zum einen den Stab aus Massivholz. An den Ecken wird es durch Metallwinkel verbunden. Wir sehen hier eben auch, ist einfach als wichtigen Bestandteil dieses Stands, dass wir sagen, Metall ist da gut, wo es halt die Anforderungen maximal gut erfüllen kann, also an den Ecken, wo die Biegebeanspruchung möglichst hoch ist, sagen wir, da ist Metall als Material absolut zulässig einzusetzen. Dann das Tuch, das sich über diesem Stand aufspannt, könnte eben ein Rezyklat sein oder ein einfaches Leinen basiertes Tuch. Genau. Nächste. Die Dreiecke, die sich zwischen den
zwischen den Stäben aufspannen, sind auch aus Vollholz und verbinden eben diese Stäbe zu einem festen Kern. Und verbunden werden diese Dreiecke mit den Stäben durch einfache durch einen einfachen Klemmmechanismus mit Harzholzriegeln, und die Metallecken werden mit den Stäben über einen einfachen Metallstift gewährleistet, der dann einfach mit einem Sicherungsstift fixiert wird. Angefangen wird bei dem Stand eben mit diesem Dreieck, der die Basis bildet. Da werden diese Hartholzkeile eingeschoben. Das bildet erstmal quasi den ersten Schritt des Ganzen. Im nächsten Schritt werden dann die Winkel und die Ausleger dran gemacht, die Winkel dann an diesen Stangen befestigt und gesichert, und dann wird oben einmal die Bespannung drüber gezogen, die dann den Schutz eben bietet und gleichzeitig aber auch diese Weitenwirkung, nach außen hat. Letztendlich zum Schluss werden dann unten noch die Füße dran gesteckt an die Winkel, und unter diese Füße kommen dann noch mal kleine Unterleger, damit das Ganze vor Feuchtigkeit geschützt wird. Zwischen diese Ausleger werden dann noch mal einzelne Planen eingespannt, um dem Ganzen dann noch mal eine höhere Stabilität zu geben. Das untere Dreieck dient dann auch dazu, um einen Spanngurt beispielsweise aufzunehmen, um das Ganze am Boden zu sichern, damit es nicht wegfliegt. Beispielsweise kann man das an vorhandenen Gullideckeln sichern, damit es hier einfach das ganze Gewicht nach unten zieht. Und das war es dann von der Raupe Nimmersatt. Vielen Dank. Erst einmal ein großes Kompliment. Ihr habt wahnsinnig toll präsentiert. Weil ihr musstet ja sozusagen, ihr wart echt eingespielt, weil es durfte ja nur der Daniel weiterklicken. Also ihr habt das super gemacht, hat man kaum gemerkt, dass ihr alle gar nicht selber weiterklicken konntet. Wirklich, also war auch sehr kurzweilig. Habt ihr echt toll gemacht. Nochmal auch von meiner Seite, ich hatte euch das ja schon am Abschluss vom Semester gesagt, alle 6 Entwürfe, echt krass, wie ihr da abgeliefert habt. Also die Hingabe, die Leidenschaft zu diesem Thema ist wirklich durch und durch in jedem Entwurf sichtbar. Und es passt, glaube ich, auch super jetzt gerade in die Zeit. Gestern waren wir im Bundestag als Architects for Future und jetzt sieht man hier auch gleich Lösungen. Und ich kann nur sagen, wie ihr mich dann auch durch eben diese Weiterentwicklung auch durch meinen Winter getragen habt. Das waren ganz viele Lichtmomente in der dunklen Zeit und ihr habt hier echt richtig krass was abgeliefert. Und ich freue mich sehr darauf, dass vielleicht noch ganz kurz, bevor wir in die Fragerunde starten oder die Fragen aufmachen, noch kurz zum weiteren Vorgehen. Ihr habt es ja jetzt hier gesehen, dass wir hier oder die Studierenden letzten Endes hier auch so eine Webseite von Architects for Future emuliert haben. Das heißt, da sind wir jetzt auch dran, dass wir diese Entwürfe hier baldig, jetzt in den nächsten Wochen, auf die Webseite packen. Die Idee ist folgendes, dass wir sozusagen jetzt in der Ortsgruppe München damit gestartet sind und hier diverse Entwürfe mal vorgelegt haben und dadurch auch andere Ortsgruppen jetzt anregen wollen, hier in die entwerferische Kreativität zu gehen, auch eben inspiriert jetzt hier aus München. Und das heißt, wenn je Mensch hier in Zukunft noch weitere Details sehen möchte, dann immer wieder gerne auf die Webseite klicken. Und das wird dann auch nochmal in den News-Channels und so weiter angeteasert und eben gesagt, wo es das finden könnt. Auf jeden Fall wird das dann auch jetzt eher früher als später allen auch zugänglich gemacht werden, dass die einzelnen Details, die gerade vorgestellt werden, auch nochmal anschaubar sind. Ansonsten würde ich jetzt sagen, starten wir noch ganz kurz in die Fragerunde, falls es Fragen gibt aus dem Auditorium.
Weil offiziell sind wir jetzt ja gerade hier auch in dem Ortsgruppen München Baustammtisch, aber wir nehmen uns natürlich auch sehr gerne Zeit, noch ein paar Fragen eben zu beantworten und möchte dann an der Stelle natürlich auch nochmal herzlich einladen für alle, die Interesse haben, jetzt im Anschluss auch gerne dem Baustammtisch noch beizuwohnen für weiteren Austausch. Ich habe vielleicht noch kurz eine Anmerkung, Dennis, und das ist schon noch wichtig. Also das ist, man sieht ja, die Entwürfe sind sehr unterschiedlich. Sie sind auch unterschiedlich weit gediehen, weil sie einfach auch von der, ja, ganz unterschiedlich komplex sind. Nichtsdestotrotz haben alle Entwürfe ja was Besonderes und werden weiterentwickelt werden. Bei vielen ist es, glaube ich, allen, also uns allen und auch den Entwerfenden natürlich klar, dass noch nachgelegt werden muss und bestätigt werden muss, ob der Stand nicht wegweht, ob er nicht umfällt, ob es eben nicht so starke durch Durchfeuchtung, Quellen und Schwinden des Materials kommt und dadurch eben der Aufbau schwierig ist. Das ist uns absolut bewusst. Auch die Cloud in the Box ist natürlich, Anna, du hast es selber gesagt, scheint sehr kompliziert. Du hast uns dann oder ihr habt uns, Antal und Anna, mit eurem gedrechselten Detail überzeugt, dass es so funktionieren kann und man es weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was auch für uns Architekten ja ebenso wichtig ist, dass man nicht das Erstbeste entwirft, wo man vielleicht schon genau weiß, wie es funktioniert, sondern dass man dranbleibt und die Vision hat und einfach versucht, es hinzubekommen. Und da sind wir guter Hoffnung, dass das bei euch allen, dass das funktionieren wird, so wie ihr euch bisher auch eben dafür eingesetzt habt. Also uns ist das bewusst, dass man manchmal bei manchen Ständen noch nass wird, dass manche Stände, wie gesagt, im Moment vielleicht noch wegwehen könnten und die Schneelasten nicht halt aushalten könnten. Das wäre nämlich auch das Nächste, was wir machen wollen, dass wir natürlich auch einen Tragwerksplaner drauflassen, schauen wollen. Und das müssen wir machen, gerade in den Details. Das ist wirklich verteufelt kompliziert zum Teil, gerade wenn man eben effizient planen möchte. Und das soll das Ziel des nächsten Semesters sein. Aber jetzt dann gerne Fragen von allen. Also eine Frage war von Andrea, noch die letzte. Also es wurde vielleicht auch schon verfolgt. Im Chat wurden ein paar Fragen gestellt. Da können wir gleich auch dann näher drauf eingehen. Vielleicht jetzt erst von Andrea noch die Frage. Macht es Sinn, die Pavillons auf die Website zu stellen vor den Erkenntnissen aus dem kommenden Semester? Genau, das ist genau das Richtige, was wir auch gesagt haben. Die kommen erst also im fertigen Zustand auf die Website, wenn sie sozusagen den Stempel bekommen, testet. Also wenn sie wirklich realisiert worden sind und so funktionieren. Das ist klar. Was jetzt vielleicht eher schon auf die Webseite gehen kann, ist so der Entwurf, dass man wirklich sagt, das ist nur ein Label, kommt dann wirklich auch so ein Stempel drauf in Entwicklung oder sowas. Das muss unbedingt deutlich gemacht werden. Das sehen wir auch so. Also entweder schreibt ihr jetzt noch schnell in den Chat, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten auch gerne jetzt hier. Also eine Frage aus dem Chat, die oder wo es öfter hin und her gegangen ist im Chat, war über die Materialitäten. Das war auch in dem Entwurfsprozess eine sehr interessante Frage, welche Materialien verwendet man denn? Und es wurde natürlich darüber nachgedacht, welche Materialien, die woanders eben schon ihren sozusagen normalen Materialkreislauf verlassen haben und eigentlich nur noch brach irgendwo liegen, welche Materialien können wir denn nutzen, um sie wieder abzucyclen mit unserem Entwurf? Also um eben genau diese Idee zu transportieren, die uns Architekten jetzt ja zunehmend mehr beschäftigen wird, wie können wir dieses Urban Mining denn eigentlich in unserem Entwurf schon selber zeigen? Dass es eben nicht nur um schöne Materialien geht, was wir Architekten natürlich auch gerne verwenden und zeigen wollen, aber dass es eben um die Verwendung von schon sozusagen ausrangierten Materialien geht, um sie wieder einem neuen oder einem weiterführenden Kreislauf zuzuführen. Deshalb sind manchmal die Materialien auch gar nicht klar. Also die Studierenden haben zum Teil Modelle versucht zu bauen im Maßstab 1:3, 1:4, Beispiel Tre in 1:1. Da musste das genommen werden, was gerade da war, weil das zu einem Zeitpunkt Ende des Jahres stattfand, des vergangenen Jahres. Da hatten alle Baumärkte zu und wir waren im zweiten Lockdown. Das heißt, es konnte leider gar nicht so entworfen und auch eben praktisch nachgewiesen werden, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Aber seit heute haben die Baumärkte wieder auf, oder seit gestern, glaube ich, gell? Also jetzt kann man dann wieder auf die praktische Suche gehen. Ja,
herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an die Studierenden. Herzlichen Dank auch an das leidenschaftliche Team des Lehrstuhls der TU München.